Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Craven Manor. Ein Horrorspiel, das es schon seit längerem auf Steam zu kaufen gibt. Ich zerre es auch schon seit Ewigkeit mit mir rum. Und jetzt habe ich mir einfach mal überlegt, ich spiele es gemeinsam mit euch. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Okay, wir sind angekommen. Das ist wohl Craven Manor. Okay, danke für den Tipp. Ein schweres Bronzeornament, in das die Buchstaben KM eingraviert sind. KM. Steht das etwa für Craven Manor? Nein! Konrad Mautz. Da ist ein Fahrstuhl, da fehlt aber ein Teil. In der einen Ecke des Feldes befindet sich ein verziertes Schlüsselloch. Da haben wir irgendwas. Kann ich das aufheben? Kann ich mich ducken? Nee. Das sieht so aus wie der Angelpunkt für einen fehlenden Hebel. Kann ich das nicht verwenden? Anscheinend nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, warum wir hier sind. Haben wir das Ding gekauft? Gehört das jetzt uns? Notizen von William Craven. Anfangs bedauerte ich, dass die Rituale von Oktober Fehlschläge waren. Jedoch, Monate später, kehrte ich meinen Rücken einer Statue zu, die ich für hohl und tot gehalten hatte, und der Geist darin machte sich selbst bemerkbar. Okay. Was? Ich habe einen Globus? Cool, ich kann die Erde werfen. Ein mysteriöses Bild. Und das ist wohl so ein Essensfahrstuhl, der wohl nicht funktioniert. Okay. Da oben sehe ich schon, da starrt mich eine Puppe an. Hör auf damit. Das ist mein Haus, das habe ich gekauft. Du kommst als erstes weg. Diese Öffnung sieht aus, als könnte man ein rundes Objekt darin unterbringen. Den Kopf von der Puppe da oben wahrscheinlich. Bücher zu esoterischen Themen wie Netamantie, Elementen und Alchemie. Okay. Was auch immer Netamantie ist. Ein bedrohlich klingendes Memo von William Craven, adressiert an einen Unternehmer. Betreff, Gebäude müssen exakt nach Angabe gebaut werden. Das hier? Meint er dieses Gebäude? Da ist eine Tür offen, soll ich nach oben gehen? Ich schaue mir mal die Puppe an. Die wird doch hoffentlich nichts tun. Hallo. Eine furchterregende Bronzestatue steht auf dem Podest. Du bewegst dich doch nicht, oder? Ach, da ist unsere Taschenlampe, okay. Hey! Moment! Tsch. Klischeehaft. Da ist Blut. Es scheint, als hätte jemand mit seinen Fingern an dieser Wand gekratzt, bis sie bluteten. Verschlossen. Die Fotografie zeigt ein ausgearbeitetes Modell eines großen Anwesens mit vielen Räumen und winziger Einrichtungen. Die betagten Hände eines älteren Mannes sind zu sehen, wie sie Anpassungen an dem Modell vornehmen. Okay, kann ich die Kerze anmachen? Nee. Ich vermute, wir müssen jetzt erstmal in die Tür, die offen steht. Das verrät mir mein Instinkt, den ich mir mit all den Horror-Let's Plays bereits angeeignet habe. Aber vorher schaue ich mich noch hier oben um. Mal schauen, was wir dort haben. Auch abgeschlossen, okay. Lady. Und abgeschlossen, alles klar. Lady. Das Fenster da oben ist kaputt. Verdammt. Ach, jetzt hast du dich wieder zu mir gedreht. Bist du irgendwie ein Stalker? Hör auf damit! Was ist das? Oh. Okay. Irgendwie oder irgendwas will mir sagen, wo ich hin muss. Wege des Adezimierens. Die Castaldi von Craven Manor und andere seltsame Bücher liegen in diesem Regal.
Das klingt wirklich nicht sonderlich lustig. Das Telefon kann ich nicht benutzen, okay? Hallo? Gesammelte Werke von Heinrich Cornelius Agrippa. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlt, angibt, Wunder vollbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Das ist ja nett. Das ist überhaupt. Wer hat die Kerze angemacht? Mann. Was steht hier? Les Secrets Marvelous, bla bla bla, von Albertus Magnus. Ablehnend gegenüber der Musik der Sphären, da die Bewegung astronomischer Körper unfähig ist, Ton zu erzeugen. Wer sammelt solche Bücher? Okay. Sorry, ich wollte die Bücher nicht beleidigen. Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der Jugendlichen Marjorie Hedgepath berichtet, falls man das so ausspricht. Ein Kamin? Die Wärme reicht nicht weit in diesen kalten Raum hinein und ist weniger als tröstlich. Angeblich ist dieses Haus verlassen, jedoch hat irgendwas das Feuer angemacht. Na du geiles Feuer. Und irgendwas oder irgendwer hat auch die Kerzen angemacht und ich will nicht wissen wer. Da ist wieder dieser Fahrstuhl. Ah, okay. Da geht's wohl nicht weiter. Ich lasse es mal offen. Ist das das Anwesen von außen? Keine Ahnung. Da komme ich auch nicht hoch. Okay, danke dafür. De Prestigis Demonimum von Johannes Virus. Herstellung einer klaren Grenze zwischen wahrer Zauberei und bloße Illusion mental erkrankter Frauen. Was geht hier vor sich? Lebt hier eine mental erkrankte Frau? Weinkellermodell? J, okay, Moment. Ich habe das Modell eines Weinkellers gefunden. Es passt zu dem Modell, das ich in der Eingangshalle gesehen habe. Ach. Tut es das? Das heißt, ich schleppe das Ding jetzt mit mir rum. Wer hat hier die ganzen Bücher zerfetzt und seit wann steht hier ein Stapel Bücher? Und warum sind hier Spinnweben? Okay, ich gehe hier durch. Hat sich hier sonst irgendwas verändert? Paradise Lost von John Milton. Das Epos handelt von biblischen Mythen vom Sündenfall. Kann ich das da reintun? Okay. Was auch immer hier gerade ist, hat mich gerade beobachtet und hat den Kopf geschüttelt und die Augen verdreht. Okay. Was? Was? Verdammt. Das ist aber nicht nett. Wo ist die Puppe hin? Komm mit. Bringe die Raummodelle zum Tisch. Wenn du den Tisch erneut benutzen möchtest, drücke E oder Linksklick auf den Tisch, um mit dem Raummodell zu interagieren. Hä? Okay. Das heißt, ich baue jetzt mein Haus sozusagen erst zusammen? Ich tue das mal daher. Da ist ein Schlüssel, den ich nicht nehmen kann. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel, der gehört bestimmt dort rein. In das verzierte Schlüsselloch. Dem Getriebe scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Ach, jetzt geht die Tür auf, oder wie? Habe ich jetzt echt gerade das Haus erst zusammen gebaut? Hi, Weinkeller. Zum Heulen, dieser Weinkeller. Eine Erinnerung an alle Craven-Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Ein Bild? Vom Nahen betrachtet scheint etwas Dutzende kleine Katzen das Bild gemacht zu haben.
Wo denn? Habe ich etwa Ratten in meinem Haus? Verdammt! Dieses Foto ist von Craven Metallwerke 1857, betitelt und zeigt einen ernsten, gut angezogenen Mann in seinen 40ern bei der Eröffnungsfeier einer Fabrik. Da sehe ich aber keinen gut angezogenen Mann. Eine Flasche, kann ich das irgendwem an den Kopf werfen? Okay. Blaupause. Die Pläne der Blaupause sind William Craven zugeordnet. Die Architektur spiegelt sowohl penibel genaue Details, als auch einige äußerst merkwürdige Bauelemente wider. Noch mehr Alkohol? Kann ich eigentlich nicht werfen? Ach doch. Okay. Bin ich vielleicht der Geist hier und sorge gerade für unheimliche Stimmung? In diesen Spesenabrechnungen finden sich Hinweise auf Geheimgänge und sich verschiebende Wände. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass das Haus hier etwas seltsam ist. Okay, das ist nur Wasser. Will da irgendjemand nicht, dass ich hier bin? Ich nehme jetzt eine Waffe. Hallo? Was? Was? Da! Ach, die Flasche macht dieses komische Geräusch. Ist das Blut? Oh, hi! Ja, ganz bestimmt. Werde ich jetzt auf dich zuge... Verschwinde! Nein? Warum bin ich hier? Was muss ich hier machen? Hallo? Hallo? Ich laufe! Ich laufe! Wohin? Ich weiß nicht wohin! Ich sehe nichts! Hallo? Es ist relativ dunkel hier. Da ist ein Licht, Moment. Wie komme ich... Was? Wo bin ich jetzt? Ach, ein Geheimgang, okay. Schlafzimmermodell. Ich sah etwas in den Schatten lauern. Es versteckt sich vor dem Licht. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich hoffe, ich sehe es nicht wieder. Ich bin auf ein weiteres Raummodell gestoßen. Es scheint ein Schlafzimmer zu sein. Okay. Ich trage das jetzt einfach mal so fröhlich mit mir rum. Da ist der Ausgang. Raus! Das tue ich jetzt mal. Dahin? Falls das funktioniert. Ich weiß ja nicht, ob jede Tür hier aufgeht. Nee, ich glaube, das wird jetzt nicht funktionieren. So. Das ist wie Sims, nur für Horrorspieler. Da komme ich auch nicht hin. Verdammt, muss ich dann die Tür hier ändern? Oder muss ich den Weinkeller ändern? Moment. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Das geht nicht. Dich mal weg und stattdessen tue ich dich dahin. So. Okay. Nicht schon wieder du. Hey, das ist voll unhöflich. Tatortfotografie, beschriftet mit Jacqueline Craven, 40801. Dieses schwarz-weiße Foto zeigt einen zergliederten, weiblichen Körper. Zergliedert, das ist auch ein netter Ausdruck für zerfetzt. Bist du Craven? Du starrst mich ja voll unheimlich an. Da ist verschlossen.
In diesem Buch sind viele Darstellungsskizzen menschlicher Zähne. Okay. Hallo? Oh, hi, Kleiner, versteckst du dich vor mir? Du bist ja niedlich. Kann ich dich mitnehmen? Ich glaube nicht. Beschriftet mit George Craven 40802. Dieses schwarz-weiße Foto zeigt einen männlichen Körper auf seinen Knien, nach vorne übergebeugt. Sein Kopf ist in einen Bottich mit geschmolzener Bronze getaucht. Schön! Sowas hört man gern. Auch ein tolles Bild. Notiz von William Craven. Obwohl Vaters Schläge mir hart zusetzen, hasste ich die unaufhörlichen Lügen meiner Mutter am meisten. Sie beide sterben zu sehen war eine Erleuchtung. Es liegt eine Schönheit im Tode, die ich nie vergessen habe. Junge, du bist irgendwie voll klischeehaft. Zeitungsausschnitt. Ein Artikel, der die sichtbare Abnahme heimatloser und Bedürftiger in Doubtful Pass, West Virginia beschreibt. Ein Polizeichef heimste die Lorbeeren für die Säuberung der Stadt ein. Tat er das also? Seltsame Kugel. Die Drahtkugel fühlt sich fast so an, als ob sie schwach elektrisch geladen wäre. Ich bin auch geladen? Was seid ihr eigentlich? Hi, ihr seid ja niedlich. Eine ganze Armee von euch. Da freue ich mich aber. Okay. Fotografie. Ein älterer Holz, was? Ein Haufen dunkler, verschwommener Fotos von 6 nackten Männern und Frauen, die mit Streifen roter Farbe geschmückt sind. Sie tanzen um eine Glaskugel herum. Der Schauplatz scheint das Oberstockwerk einer Bibliothek zu sein. Ich drehe mich jetzt ganz bestimmt nicht um. Tja! Okay. Hey, Moment. Oh. Okay. Oh, hi. Mann. Alles okay? Kleiner. Schön, Medusa. Was muss ich denn hier machen? Muss ich die mitnehmen? Ach, die kann ich drehen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier noch irgendwas machen. Ist da noch was drin? Nee. Habe ich was übersehen hier? Nein! Geh weg! Welche Tür muss ich denn öffnen? Verdammt! Nein! Da ist irgendwas! Oh nein! Nein! Ich muss irgendwas mit dem Bild machen, glaube ich. Geh einfach weg! Warum leuchtest du, Bild? Ich habe keine Ahnung, warum das Bild gerade leuchtet. Verschwinde. Nein! Mann! Okay. Du brichst zusammen und die Dunkelheit umhüllt dich. Ja, Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme, aber ich probiere es dann einfach in der nächsten Folge nochmal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.